Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Vorlesung. Die vergangene Sitzung stand unter der Überschrift Gerechtigkeit von Institutionen, und da haben wir den Ansatz des modernen Kontraktualismus kennengelernt, also die Theorien von Harsanyi und vor allen Dingen von Rawls. Da werden die aufklärerischen Vertragstheorien im Stile von Hobbes, Locke, Rousseau wiederbelebt, aber mit einer neuen Ausrichtung versehen. Der wesentliche Gedanke ist, gerechte Institutionen sind diejenigen, die rationale Entscheider in ihrem eigenen Interesse unter fairen Ausgangsbedingungen wählen würden. Die Gerechtigkeit unserer realen Gesellschaft bemisst sich daran, welche Grundsätze in einem fiktiven Urzustand der Klugheit und der Fairness gewählt würden. Und entsprechend ist es das Hauptgeschäft des politischen Philosophen, diese fiktive Wahl zu rekonstruieren. Er muss ein kontrafaktisches Gedankenexperiment anstellen, ein ideales Szenario durchspielen, um die politischen Maßstäbe für die reale Welt herzuleiten. Und das ist eine durchaus attraktive Idee. Gerecht ist das, was frei gewählt würde. Diese Wahl darf im eigenen Interesse stattfinden. Die Teilnehmer dürfen ihr eigenes Wohl im Auge haben. Aber dafür muss diese Wahl unter fairen Bedingungen stattfinden, weil das Ergebnis sonst parteilich wäre. Also eine attraktive Idee, an der es aber auch Kritik gibt. Nicht jeder politische Philosoph heutzutage folgt dieser Konzeption. Die Ergebnisse werden in Frage gestellt, ebenso die gesamte Prozedur. Das hatten wir ebenfalls am Ende der letzten Stunde kurz behandelt. Zunächst gibt es Detailkritik. Erstens stimmen die vorausgesetzten Entscheidungsgrundsätze und damit die hier geleiteten Gerechtigkeitsgrundsätze. Also ist die Erwartungswertmaximierung bei Harsanyi rational? Und kann er entsprechend den Durchschnittsnutzen-Utilitarismus gewinnen? Ist das Maximin-Prinzip bei Rawls rational? Kann er entsprechend sein Differenzprinzip herleiten? Zweitens, wie ist denn die Urzustandswahl genauer zu formulieren? Sollen wir sie mit Harsanyi als Risikosituation oder doch lieber mit Rawls als Unsicherheitssituation entwerfen? Zudem aber gibt es auch Fundamentalkritik. Und nach Ansicht einiger ist das gesamte Modell nicht tauglich, Aufschlüsse über gerechte Gesellschaften zu liefern. Und diese Kritik kam vor allen Dingen aus drei Richtungen. Der Liberalismus sagt typischerweise, dieses Modell ist von Beginn an einseitig auf die Bewertung von Verteilungszuständen zugeschnitten. Denn diese rationalen Urzustandsteilnehmer werden sich letztlich nur dafür interessieren, welche Zustände sie in den verschiedenen Gesellschaften zu erwarten haben. Eine ursprüngliche Bewertung von Verteilungsverfahren eben als Verfahren findet gar nicht statt. Und das ist ein Problem, denn, so die Kritiker, die moralische Qualität etwa des freien Marktes liegt eben in dem Verfahren, das er vorschlägt, nicht in den Zuständen, die er vielleicht herbeiführt. So die Kritik etwa von Nozick. Zweite Kritiklinie, die Kommunitaristen sagen, Moral oder auch speziell Gerechtigkeit, die konstituieren sich nur in gelebten Traditionen. Die lassen sich nicht auf dem theoretischen Reißbrett entwerfen. Es ist deshalb völlig verfehlt, Vorstellungen gerechter Institutionen aus dem Wahlverhalten irgendwelcher abstrakter, rationaler Entscheider ohne Einbettung in eine konkrete moralische Kultur zu beziehen. Solch eine entrückte Fairness kann niemals gehaltvolle Gerechtigkeit liefern. Das würden etwa Leute sagen wie McIntyre oder Sandel oder Walzer oder Taylor. Und drittens gibt es Kritik von Seiten der Diskurstheorie. Und die sagt, fiktive Gedankenexperimente können keine moralischen Normen generieren oder rechtfertigen. Das können nur reale Diskurse zwischen lebenden Menschen. Wir brauchen keine kontrafaktische, faire Urzustandswahl. Wir brauchen echte, faire Deliberationsprozesse. Und heute werden wir diese Auffassung genauer kennenlernen. Die Diskurstheorie, das ist ein berühmter, moderner Ansatz der politischen Philosophie, wesentlich in Deutschland entwickelt, wahrscheinlich der wichtigste deutsche Philosophie-Export nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wichtige Namen sind vor allen Dingen Karl Otto Apel und Jürgen Habermas. Und die Idee dahinter, wie sie vor allen Dingen bei Habermas dann greifbar wird, ist, es ist nicht unmittelbar Geschäft des Philosophen selbst,
Normen, Maßstäbe, Gerechtigkeitsgrundsätze herzuleiten, wie das der moderne Kontraktualismus macht. Aus dem philosophischen Gedankenexperiment eines fiktiven Urzustands. Vielmehr ist es das Geschäft der Staatsbürger, das zu tun. Die müssen Grundsätze vorschlagen, erarbeiten, wählen. Im politischen Prozess eines realen Diskurses. Der Philosoph hat lediglich herauszuarbeiten, wie dieser Diskurs theoretisch genauer zu begründen ist und wie er praktisch genauer aussehen sollte. Wenn er mehr macht, wenn er selbst inhaltliche Normvorschläge macht, agiert er nicht mehr als Philosoph, sondern schon als Diskursteilnehmer. Das darf er sicherlich tun, aber das liegt außerhalb seines Geschäfts als professioneller Philosoph. Dann agiert er eben als ganz normaler Staatsbürger. Die Diskurstheorie bewegt sich auf mehreren Ebenen. Es ist ein sehr umfassender Entwurf. Wir betrachten sie hier natürlich zunächst einmal als besonderen Ansatz innerhalb der politischen Ethik. Das ist auch berechtigt, sie wird meist so rubriziert. Diskurstheorie wird genauer als eine wichtige Grundlagentheorie demokratischer Gesellschaften betrachtet. Das ist ihr wesentlicher Status. Denn Diskurse, wie sie Apel und Habermas untersuchen, sind natürlich politische Erscheinungen, jedenfalls in einem weiteren Sinne. Es geht zwar keineswegs nur um Parlamentsdebatten, sondern ganz allgemein um Diskurse, wie sie unter Staatsbürgern in der Öffentlichkeit über die Medien geführt werden. Aber all das gehört zum politischen Raum im weiten Sinne. All das macht demokratische Öffentlichkeit aus, sofern man den Begriff jetzt nicht zu eng fasst. Außerdem befasst sich die Diskurstheorie durchaus mit politischen Fragen im engeren Sinne. Etwa Fragen nach politischen Grundrechten. Indem sie einen fairen Diskurs fordert, geht es ihr ganz unmittelbar um politische Partizipationsrechte. Und indem solche Diskurse ihrerseits auch Freiheiten betreffen oder Güter betreffen, geht es ihr zumindest indirekt auch um bürgerliche Abwehrrechte, um soziale Anspruchsrechte. In ihrem Ergebnis stellt sich die Diskurstheorie also als eine politische Philosophie dar. Von ihrem Ansatz her will sie aber eigentlich mehr sein. Eigentlich will die eine grundständige normative Ethik sein. Ursprünglich fragt sie nämlich nach der Geltung von moralischen Normen überhaupt. Und sie kommt dann lediglich zu dem Schluss, dass diese Geltung sich allein über öffentliche Diskurse begründen lässt. Und damit überführt sie die normative Ethik insgesamt oder zumindest große Teile der normativen Ethik in den politischen Raum. Jedenfalls in diesem weiten Sinne öffentlicher Diskurse. Das Politische ist also nicht unbedingt das Thema, auf das sie von Anfang an sich spezialisiert, sondern es ist eher die Lösung, wenn es um die Begründung von Moral überhaupt geht. Aber tatsächlich will die Diskurstheorie auch nicht nur eine grundständige normative Ethik sein, sie geriert sich sogar als ein Ansatz der Metaethik. Es geht ihr nämlich nicht nur darum festzuhalten, wie man moralische Normen korrekt begründet und bestimmt, sondern es geht ihr zunächst einmal darum nachzuweisen, dass moralische Normen überhaupt einen Anspruch auf objektive Gültigkeit erheben und auch erheben können. Und damit antwortet die Diskurstheorie auf die Herausforderung des Non-Kognitivismus. Das heißt, jener metaethischen Position, die meint, dass Moral keinen Objektivitätsanspruch geltend machen kann oder vielleicht auch gar nicht will. Der Non-Kognitivismus erklärt, dass moralische Aussagen keinen objektiven Wahrheitsgehalt haben, sondern nur auf subjektive Geschmacksurteile zurückgehen. Dass sie gar keine echten Behauptungen sind, sondern nur Gefühlskundgaben oder Aufforderungen. Das war eine dominierende Auffassung in den 1930er bis 1950er Jahren, vor allen Dingen im angloamerikanischen Raum. Und die Diskurstheorie fühlt sich durch diese metaethische Herausforderung provoziert und sie will hierauf replizieren. Und ihre wesentliche Idee besteht dabei darin, moralische Diskurse, deren Objektivität und Wahrheitsfähigkeit hier angezweifelt wird, auf faktische Diskurse zu beziehen, an deren Objektivität und Wahrheitsfähigkeit viel seltener gezweifelt wird. Etwa auf Diskurse in den Wissenschaften. Natürlich mag es dabei wichtige Unterschiede geben, aber letztlich geht es bei beiden Diskursarten
um die intersubjektive Rechtfertigung von Geltungsansprüchen. Und dieses diskursive Geschäft der Rechtfertigung ist nicht allzu verschieden voneinander, vielleicht sogar irgendwie wechselseitig miteinander verwoben. Jedenfalls lässt sich kein qualitatives Defizit von moralischen Diskursen gegenüber faktischen Diskursen feststellen, sagen Apel und Habermas. Wenn man so will, wird damit die Objektivität von Moral als Intersubjektivität erklärt. Denn auch die Objektivität von Wissenschaft beruht letztlich auf Intersubjektivität, auf diskursiver Aushandlung und Anerkennung von Methoden des Experimentierens und der Theoriebildung. Und das, sagt die Diskurstheorie, ist in der Moral nicht wesentlich anders. Ihr Geltungsanspruch ist damit weitgehend analog und ähnlich fundiert wie der Wahrheitsanspruch der Wissenschaften. Vielleicht ist er sogar fundamentaler und ihnen logisch vorgeordnet. Der bekannteste Vertreter der Diskurstheorie ist sicherlich Jürgen Habermas, wahrscheinlich der berühmteste lebende deutsche Philosoph, auch international sehr angesehen, das Aushängeschild der deutschen Nachkriegsphilosophie. Als eigentlicher Begründer gilt aber tatsächlich Karl Otto Apel. Der ist 7 Jahre älter als Habermas. Beide sind sich um 1950 erstmals begegnet, als sie also in ihren 20ern waren. Habermas hat die Diskurstheorie vor allen Dingen seit den 1980er Jahren in zahlreichen sehr einflussreichen und umfassenden Schriften ausgearbeitet. Das wesentliche heutige Verständnis, quasi die etablierte Fassung der Diskurstheorie, ist von Habermas geprägt. Apel aber ist der frühere und er hat eine eher bündige Skizze 1973 vorgelegt. Mit dem Aufsatz Das A priori der Kommunikationsgemeinschaft. Und darin formuliert er seine eigene Version der Diskurstheorie mit einem besonderen Akzent. Und vom Begründungsanspruch her ist das letztlich sogar weitreichender und ehrgeiziger als Habermas' Version. Und deshalb schauen wir uns diese Schrift zunächst einmal an. Apel beginnt diesen Aufsatz mit einer handfesten Krisendiagnose. Er spricht sogar von einer paradoxen Situation. Denn zum einen, sagt er, bestehe gegenwärtig ein besonders dringender Bedarf an universaler Ethik. Das liege vor allen Dingen an den modernen Wissenschaften, genauer an ihren technologischen Umsetzungen. Die hätten zu erheblichen Problemen im globalen Ausmaß geführt. Apel nennt konkret 2 Bereiche, für die damalige Zeit wenig überraschend, auch für heutige Zeit allemal nachvollziehbar. Erstens die Gefahr eines drohenden Atomkriegs. Zweitens Probleme der zunehmenden Umweltzerstörung. Das sind wissenschaftsinduzierte Probleme und die bedürfen politischer Lösungen. Und wegen ihres globalen Ausmaßes bräuchte man dafür eigentlich eine universale, das heißt allgemeingültige Ethik. Zum anderen aber erscheint die rationale Begründung einer solchen universalen Ethik gegenwärtig aussichtslos, sagt Apel. Und das liege letztlich wieder an den modernen Wissenschaften oder zumindest an ihrer gängigen Interpretation. Denn man traue eigentlich nur den positiven Wissenschaften zu, rationale Aussagen mit objektiver Geltung zu erbringen. Solche Objektivität erwarte man zum einen von den formalen Wissenschaften, also Logik und Mathematik, und zum anderen von den empirischen Wissenschaften, den Naturwissenschaften, den Humanwissenschaften. Aber leider können alle diese Wissenschaften nur Tatsachen belegen, keine Normen liefern. Und deshalb gibt es anscheinend für moralische Normen keine rationale Begründung bzw. objektive Gültigkeit. Die scheinen rein subjektiv zu sein. Was man insbesondere daran erkennt, dass sie regional, also in verschiedenen Ländern, und temporal in verschiedenen Epochen stark variieren. Und damit ist man bei der üblichen Auffassung des metaethischen Non-Kognitivismus angelangt. Moralische Normen haben angeblich keine objektive Gültigkeit. Die sind nicht rational ausweisbar. Und vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen hat man es deshalb mit einem paradoxen Zustand zu tun. Insgesamt scheint eine normative Ethik einerseits bitter notwendig zu sein. Andererseits scheint sie strikt unmöglich zu sein. So ein Mist. Und deshalb ist die Frage, wie sich dieser metaethische Non-Kognitivismus vielleicht vermeiden lässt. Und nach Apel ergibt er sich aus insgesamt 3 Prämissen mit jeweiligen Schlussfolgerungen. Die erste Prämisse dahinter lautet, aus Tatsachen lassen sich keine Normen herleiten.
Das ist das bekannte Hume'sche Gesetz. Aus bloßen Fakten folgen keine Normen. Aus bloßen Seinsaussagen folgen keine Sollensaussagen. Gut. Die zweite Prämisse lautet, Wissenschaft handelt leider nur von Tatsachen, nicht von Normen. Das ist der Gedanke, dass Wissenschaft wertfrei ist. Die formalen Wissenschaften, Logik und Mathematik sowieso, aber auch die empirischen Wissenschaften, die Naturwissenschaften, die Humanwissenschaften, haben angeblich nichts mit Normen zu tun, nur mit Fakten. Und daraus folgt zunächst einmal 2b, es gibt keine wissenschaftliche Begründung von Normen. Die Inhalte einer normativen Ethik sind also leider wissenschaftlich nicht begründbar. Denn gemäß 2a hat Wissenschaft nur mit Tatsachen zu tun und gemäß 1 lassen sich Normen nicht aus Tatsachen ableiten. Ja, dann folgt das eben. Dann kommt noch eine dritte Prämisse, nämlich, dass nämlich nur Wissenschaft intersubjektive Gültigkeit von Aussagen liefern kann. Denn nur die Wissenschaft liefert objektives Wissen. Und nur objektives Wissen kann Anspruch auf intersubjektive Gültigkeit erheben. Und daraus folgt dann eben 3b, Normen haben keine intersubjektive Gültigkeit. Die Inhalte einer normativen Ethik können keinen Anspruch auf intersubjektive Gültigkeit erheben, denn nach 3a kann nur Wissenschaft intersubjektive Gültigkeit vermitteln und nach 2b liefert Wissenschaft eben keine moralischen Normen. Und damit ist das Kind im Brunnen. Und das ist nach Apel skizzenhaft der Hintergrund des Nonkognitivismus. Deshalb ist eine normative Ethik mit Objektivitätsanspruch angeblich nicht möglich. Und die Frage ist jetzt, an welcher Stelle dieser Argumentation man einhaken könnte, um sie vielleicht zu widerlegen. Und nach Apel gibt es zwei Strategien, die man verfolgen kann, um sie auszuhebeln. Die erste Prämisse, Humes Gesetz, ist nach Apel richtig. Da können wir nichts dran machen. Aber an den beiden anderen Prämissen, 2a und 3a, kann man nach Apel begründet zweifeln. Das sind die beiden Strategien, die wir jetzt wählen können. Also die erste Strategie würde versuchen zu schauen, ob nicht vielleicht 2a falsch ist. Denn so könnte man sagen, diese Prämisse, dass Wissenschaft nur von Tatsachen handelt, das gilt zwar vielleicht für die Naturwissenschaften, auch für Mathematik und Logik, aber für die Humanwissenschaften ist sie vielleicht falsch. Die, so sagen manche, können von ihrer ganzen Methodik her nicht wertfrei sein. Das klingt zunächst befremdlich, es ist allerdings eine recht verbreitete Auffassung innerhalb der Wissenschaftstheorie der Geisteswissenschaften, beziehungsweise der Humanwissenschaften, wie Apel sie nennt. Vor allem gibt es die wichtigen Strömungen der Hermeneutik und des Neukantianismus, die sich mit diesen Humanwissenschaften befasst haben und die immer darauf gepocht haben, dass die Humanwissenschaften im Gegensatz vielleicht zu den Naturwissenschaften ihren Gegenstand nicht wertfrei auffassen können. Denn ohne Wertbezug kann man nicht den Sinn, die Bedeutung historischer Ereignisse in ihrer Besonderheit und Einzigartigkeit verstehen. Und genau um dieses Verstehen des Besonderen geht es gemäß Hermeneutik und Neukantianismus den Humanwissenschaften. Nebenbei bemerkt, die moderne Wissenschaftstheorie geht inzwischen davon aus, dass auch die Naturwissenschaften nicht wertfrei arbeiten können. Wenn Sie in Hannover studieren, wird Ihnen das geläufig sein. Aber Apel behauptet das zunächst einmal nur für die Humanwissenschaften und da ist diese Behauptung auch sehr viel verbreiteter. Und wenn das stimmen sollte, wäre also 2a nicht haltbar. Jedenfalls nicht für die Humanwissenschaften. Und entsprechend würde man jetzt vielleicht hoffen, die Humanwissenschaften, also Geschichte, Soziologie, Politikwissenschaft, die könnten vielleicht die gewünschte wissenschaftliche Begründung von Normen liefern. Allerdings ist das nach Apel leider nicht der Fall. Folglich wäre auch damit für 2b leider nichts gewonnen. Denn, so sagt Apel, auch die Humanwissenschaften können diese Normen nicht begründen. Sie müssen sie zwar verwenden, sie können nicht ohne sie arbeiten, weil sie eben nicht wertfrei sind. Aber das heißt letztlich nur, dass sie sie eben voraussetzen müssen. Und genau deshalb können sie sie nicht liefern, nicht herleiten, letztlich auch nicht kritisieren, nicht reformieren. Und deshalb funktioniert diese erste Strategie leider nicht. Es gibt aber eine zweite Strategie,
Und die würde damit ansetzen, dass vielleicht die Prämisse 3a falsch ist. Der Gedanke ist dann, es stimmt nicht, dass nur Wissenschaft objektive Wahrheit und damit intersubjektive Gültigkeit liefern kann, wie man sie für moralische Normen gern hätte. Denn bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die Wissenschaft ihrerseits gewisse Bestände mit intersubjektiver Gültigkeit überhaupt erst voraussetzt. Und zwar nämlich gerade moralische Normen. Das klingt jetzt äußerst befremdlich. Es ist aber Apels voller Ernst und die spektakuläre These dieses Aufsatzes. Die Moral muss nicht hoffen, dass sie von der objektiven Wissenschaft hergeleitet würde, weil nur diese Wissenschaft ihr dazu verhelfen könnte, intersubjektive Gültigkeit zu erlangen. Vielmehr ist umgekehrt die Wissenschaft ihrerseits auf die Moral angewiesen, denn sie kann ihr objektives Geschäft nur betreiben, wenn die intersubjektive Gültigkeit moralischer Normen anerkannt ist. Das gilt bereits für die Humanwissenschaften mit ihrem notwendigen Wertbezug. Das überrascht vielleicht nicht, denn bei ihnen hatte Apel bereits unter 2 gesagt, dass sie wohl Normen voraussetzen müssen. Allerdings ging es dort nur darum, dass sie auf irgendwelche Wertannahmen beliebiger Art aufbauen müssen, um ein historisches Geschehen in seiner Einzigartigkeit verstehen zu können. Hier geht es darum, dass sie sogar auf moralischen Normen mit intersubjektiver Gültigkeit aufbauen müssen, um überhaupt als wissenschaftliches Geschäft, als objektiver Wissenserwerb durchgehen zu können. Und das soll sogar auch für die Naturwissenschaften gelten, die ja nach Apel wertfrei sein mögen. Auch die sind dennoch von Normen abhängig. Gerade die vielgerühmte Objektivität wertfreier Wissenschaft braucht ihrerseits Moralität, sagt Apel. Gerade sie setzt die intersubjektive Geltung moralischer Normen voraus. Und damit ist dann 3b erledigt. Die Wissenschaft liefert nicht als einzige intersubjektive Gültigkeit, wie 3a behauptet. Vielmehr setzt die Wissenschaft ihrerseits eine intersubjektive Gültigkeit voraus, die sie deshalb nicht selbst erbringen kann, nämlich die intersubjektive Gültigkeit moralischer Normen, von denen sie abhängt. Diese Normen werden zwar nicht unbedingt explizit von der Wissenschaft behandelt, da mag 2a zumindest teilweise recht haben, und sie werden schon gar nicht von der Wissenschaft selbst begründet, da hat 2b sicherlich recht. Aber sie werden von ihr vorausgesetzt, lassen sich also in ihr aufweisen. Und jetzt fragt man, warum? Ja, der Grund ist, dass jede Wissenschaft, jedes Denken nach Apel auf Argumentation beruht. Und Argumentation wiederum ist nach Apel ursprünglich dialogisch, nicht monologisch. Sie ist der gemeinsame Austausch von Argumenten, nicht das private Ziehen von Schlüssen. Sie ist das intersubjektive Abwägen von Positionen, nicht das isolierte Ergrübeln von Einsichten. Wegen dieses dialogischen Charakters aber setzt Argumentation und mit ihr jedes Denken, jede Wissenschaft eine moralische Grundnorm voraus, nämlich die Anerkennung des anderen als Subjekt eigener Argumente. Denn ohne jene Anerkennung gibt es diesen Dialog, diesen Austausch nicht. Das ist die Idee. Das ist sicherlich ein eigentümlicher Gedanke und natürlich kann man sich streiten, ob er letztlich richtig ist. Erstens könnte man zweifeln, ob Denken wirklich ursprünglich dialogisch ist und nicht doch primär monologisch. Die ganze neuzeitliche Tradition betrachtet das Denken eigentlich als etwas Monologisches, etwa Descartes. Ich denke, also bin ich. Da bin ich ganz mit mir selber. Oder Kant. Dass ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können. Da bin ich auch allein. In dieser Tradition ist Denken primär etwas Privates, Isoliertes. Aller Dialog, aller Diskurs ist demgegenüber sekundär. Aber Apel hält das für falsch. Das nennt Apel einen verfehlten Solipsismus. Und er beruft sich dabei auf Autoren wie etwa Platon, der nicht zufällig Dialoge schreibt, um seine Philosophie zu entfalten. Oder Wittgenstein, für den es keine Privatsprache und damit auch kein Privatargumentieren geben kann,
für den jedes Regelfolgen und damit jedes Argumentieren immer öffentlich ist, geteilt, gemeinsam. Für Apel ist Denken seinem innersten Wesen nach gemeinschaftlicher Diskurs. Seiner eigentlichsten Natur nach ist das eine kommunikative Praxis. Alles einsame Überlegen ist dem gegenüber eine sekundäre Erscheinung. Was man nicht zuletzt daran erkennt, dass auch der einsame Denker innerlich immer eine fiktive Debatte nachspielen muss. Pro und Contra. Zweitens, man kann zweifeln, ob dieses Dialogische, wenn es denn wirklich unhintergehbar ist für jedes Denken, für jedes Wissen, ob es wirklich etwas Moralisches erschließt. Liefert der Ansatz einer Argumentationsmoral eine vollwertige Ethik, so könnte man fragen. Taugt dieses Prinzip der Anerkennung des anderen als Argumentationspartner wirklich als moralische Grundnorm? Oder verbleibt das zu sehr im Gesprächskontext? Bekommen wir so eine völlig verengte Moral, die viele Lebensbereiche auslässt? Für Apel ist das nicht so. Für Apel ist Argumentieren nicht nur Geplauder, sondern immer vollwertiges, kommunikatives Handeln. Und umgekehrt ist für ihn jegliche menschliche Handlung immer ein kommunikativer Akt. Zumindest enthält sie ein virtuelles Argument. Und auf diese Weise ist der Zusammenhang von Handlung und Argumentation bei Apel unverbrüchlich. Und diese Argumentationsmoral ist allemal tauglich als Handlungsmoral. Das ist jedenfalls ein sehr origineller Ansatz. Und wenn man sich ein wenig darauf einlässt, ist das auch durchaus faszinierend. Jegliches Argumentieren, selbst im Kontext der wertfreien Wissenschaft, zielt auf intersubjektive Verständigung ab. In diesem Rahmen bewegt es sich notwendig. Dann setzt es aber wechselseitige Anerkennung voraus. Es beruht zumindest in diesem Sinne auf einer moralischen Grundnorm. Die moralischen Normen gewinnen ihre intersubjektive Gültigkeit also nicht als Folgerungen aus einer Menge von unstrittigen Voraussetzungen, etwa wissenschaftlicher Art, sondern sie sind gültig als Bedingungen der Möglichkeit jeglicher Argumentation, insbesondere wissenschaftlicher Art. Ihre Gültigkeit ist nicht das Resultat eines Schlusses, sondern sie ist Bedingung jeglichen Schließens. Und diese philosophische Figur, die objektive Gültigkeit bestimmter Strukturen dadurch zu erklären, dass man die Bedingungen der Möglichkeit von etwas anderem, voraussetzbarem, unabweislichem ausweist, die stammt von Kant. Kant erklärt etwa, dass die reinen Anschauungsformen Raum und Zeit Bedingungen der Möglichkeit aller Erscheinungen sind und daher gerechtfertigt. Kant erklärt, dass die reinen Verstandesbegriffe, die Kategorien sowie Ursache-Wirkung, Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung sind und daher gerechtfertigt. Man nennt diese Art von Begründung transzendental, weil sie die nicht-empirischen Voraussetzungen zu etwas empirisch Bestehendem aufdeckt. Und dabei führt sie auf a priorische Strukturen, das heißt auf Strukturen, die vor aller Erfahrung gültig sind, eben weil sie solche Erfahrungen überhaupt erst ermöglichen. Kant wendet diese Figur aber eigentlich nur in der Erkenntnistheorie an. Apel wendet sie jetzt auch in der Ethik an. Er will zeigen, dass Anerkennung in diesem Sinne Bedingung der Möglichkeit jeglicher Argumentation ist. Er will zeigen, dass die Voraussetzung einer Kommunikationsgemeinschaft Bedingung der Möglichkeit jedweden Denkens, sogar in der wertfreien Wissenschaft ist. Und entsprechend nennt Apel seinen Ansatz transzendental pragmatisch, weil er die notwendigen Bedingungen bestimmter Handlungen, nämlich Argumentationen, untersucht. Und auch Apel sagt, ich finde dabei eine a priorische Struktur, nämlich eben das a priori der Kommunikationsgemeinschaft, das jeder Argumentation vorausliegt. Das ist die Voraussetzung einer Gemeinschaft von Argumentierenden. Das ist das a priori. Deshalb heißt diese Schrift so. Dieses a priori einer Kommunikationsgemeinschaft liegt jeder Argumentation zugrunde, weil Argumente Geltungsansprüche formulieren, die als solche nur interpersonell entscheidbar sind. Hierzu eine kleine Passage aus diesem Aufsatz.
Die logische Geltung von Argumenten kann nicht überprüft werden, ohne im Prinzip eine Gemeinschaft von Denkern vorauszusetzen, die zur intersubjektiven Verständigung und Konsensbildung befähigt sind. Selbst der faktisch einsame Denker kann seine Argumentation nur insofern explizieren und überprüfen, als er den Dialog einer potenziellen Argumentationsgemeinschaft zu internalisieren vermag. Darin zeigt sich, dass die Geltung einsamen Denkens von der Rechtfertigung von sprachlichen Aussagen in der prinzipiell unbegrenzten Argumentationsgemeinschaft prinzipiell abhängig ist. Außerdem ist dieses a priori ein moralisches a priori, weil es den anderen als gleichberechtigtes Mitglied einer grenzenlosen Kommunikationsgemeinschaft anerkennt. Das ist sehr moralisch. Das kann bedeuten, dass er tatsächlich Äußerungen in einer realen Kommunikation macht und hier entsprechend anzuhören und einzubeziehen ist. Es kann auch bedeuten, dass er zumindest Handlungen vollzieht, Bedürfnisse erkennen lässt, sonstige Äußerungen tätigt, die immerhin als virtuelle Argumente interpretierbar sind und dergestalt angemessen respektiert und berücksichtigt werden sollten. In beiden Fällen ist Anerkennung gefordert. Bei explizit vorgebrachten Äußerungen ebenso wie bei implizit interpretierbaren Handlungen. Und deshalb ist diese Anerkennung nicht nur die des anderen als eines faktischen Gesprächspartners, sie ist die Anerkennung des anderen als Person überhaupt. Auch hierzu eine Passage. Zugleich mit der Argumentationsgemeinschaft setzt die logische Rechtfertigung unseres Denkens auch die Befolgung einer moralischen Grundnorm voraus. In der Argumentationsgemeinschaft ist die wechselseitige Anerkennung aller Mitglieder als gleichberechtigter Diskurspartner vorausgesetzt. Da nun aber alle sprachlichen Äußerungen und darüber hinaus alle sinnvollen Handlungen und leibhaften Expressionen von Menschen als virtuelle Argumente aufgefasst werden können, so ist in der Grundnorm der wechselseitigen Anerkennung der Diskussionspartner diejenige der Anerkennung aller Menschen als Personen impliziert. Anders gesagt, alle der sprachlichen Kommunikation fähigen Wesen müssen als Personen anerkannt werden, da sie in all ihren Handlungen und Äußerungen virtuelle Diskussionspartner sind und die unbegrenzte Rechtfertigung des Denkens auf keinen Diskussionspartner und auf keinen seiner virtuellen Diskussionsbeiträge verzichten kann. Diese Forderung wechselseitiger Anerkennung von Personen als Subjekten der logischen Argumentation rechtfertigt meines Erachtens die Rede von der Ethik der Logik. Diese Rede von der Ethik der Logik meint Apel ernst. Die Ethik wird nicht nur mit der Logik parallelisiert, indem das irgendwie beides normative Bereiche sind und die Ethik in ihrem Bereich vielleicht genauso berechtigt oder sogar ähnlich strukturiert sein mag wie die Logik. Nein, die Ethik ist gegenüber der Logik primär. Die Ethik ist Bedingung der Logik, nicht etwa umgekehrt. Die Logik setzt die Ethik voraus, weil sie dialogisch ist, nicht monologisch, wie viele meinen. Apel diskutiert jetzt ausführlich zwei Einwände, die man gegen diesen Ansatz erheben könnte. Und die sind sehr hilfreich für ein vertieftes Verständnis seiner Idee. Deshalb schauen wir uns die jetzt an. Der erste Einwand besagt, dieser Ansatz kann Anerkennung nur als hypothetischen Imperativ liefern, nicht als kategorischen Imperativ. Denn Anerkennung ist anscheinend nur dann vorausgesetzt, wenn man Wissenschaft betreibt. Und das ist einem offenbar freigestellt. Und damit ist die so begründete Anerkennung als moralische Grundnorm ungeeignet, denn seit Kant wissen wir, dass das Wesen der Moral ist, kategorisch zu fordern. Das heißt, unabhängig von unseren momentanen Zielsetzungen, als unbedingte Pflicht. Nicht nur hypothetisch. Das heißt, relativ zu unseren kontingenten Vorhaben, etwa Wissenschaft zu betreiben. Und hierauf reagiert Apel, indem er sagt, zunächst einmal ist immerhin klar, dass damit moderne Wissenschaft kein Argument gegen normative Ethik liefern kann, wie man das immer wieder hört.
Denn gerade sie setzt, wie gesehen, in ihrem Argumentieren die moralische Norm der Anerkennung voraus. Tatsächlich gilt das aber für jede Argumentation, nicht nur für wissenschaftliche Diskurse. Anerkennung ist nach Apel eine unausweichliche Vorentscheidung jeder argumentierenden Vernunft. Und dieser argumentierenden Vernunft kann sich niemand entziehen. Das gilt zunächst einmal für jeden Philosophen, denn als Philosoph trägt man natürlich immer Argumente vor. Insbesondere gilt es also für den Nonkognitivisten, der metaethische Argumente gegen die normative Ethik vorträgt. Er widerspricht sich damit implizit selbst. Das ist ein performativer Widerspruch, den wir haben. Gerade wenn er die intersubjektive Gültigkeit der normativen Ethik bestreitet, setzt er selbst diese normative Ethik voraus. Gerade wenn er alle Moral für nur subjektiv erklärt, setzt er ihre objektive Verbindlichkeit voraus. Denn in seinen Behauptungen argumentiert er. Und indem er argumentiert, erkennt er eine Norm an, deren Willkürlichkeit er aber dann zugleich behaupten will. Gerade wenn man Apels Diskurstheorie angreift, nimmt man am Diskurs teil. Und als Argumentierender affirmiert man die moralische Grundnorm jeder Argumentation. Und letztlich gilt das auch nicht nur für Philosophen, das gilt für jeden Menschen. Jeder muss die Grundnorm der Anerkennung respektieren, weil er nur so seine Existenz als Argumentierender bewahren kann. Und diese Existenz zu führen, ist keine willkürliche Zielsetzung gemäß eigener Neigung, sodass wir dann nur einen hypothetischen Imperativ hätten. Wenn man halt argumentieren will, gilt das sonst halt nicht. Nein, ein Argumentierender zu sein, real als Diskursteilnehmer oder auch nur virtuell als Handelnder, ist eine notwendige Einlassung menschlichen Daseins. Und deshalb entsteht hier ein kategorischer Imperativ nach Apel. Das stellt nicht in Frage, dass man jene Argumentationsnorm, diese Anerkennung, willentlich bekräftigen muss, dass es also wirklich ein Sollen ist, ein Imperativ, nicht ein Faktum, das mit jedem Sprechen und Handeln immer schon erfüllt wäre. Natürlich gibt es Menschen, die ihre Kommunikationspartner nicht anerkennen, die fremde Argumente missachten, die fremde Handlungen ignorieren, die fremde Bedürfnisse übergehen. Natürlich gibt es das. Deshalb ist es ja ein Imperativ. Aber damit ist die willentliche Bekräftigung der Anerkennung noch lange kein irrationaler Willensakt, wie der Nonkognitivist behauptet. Im Gegenteil, es ist ein höchst rationaler Willensakt. Denn diese moralische Anerkennung ist in jedem rationalen Argumentieren implizit schon vorausgesetzt. Und wer das nicht einsieht bzw. umsetzt, scheidet damit letztlich aus dem rationalen Argumentieren auch aus. Hierzu wieder ein Zitat. Wer die durchaus sinnvolle Frage nach der Rechtfertigung des Moralprinzips stellt, der nimmt ja schon an der Diskussion teil. Und man kann ihm einsichtig machen, was er immer schon als Grundprinzip akzeptiert hat und dass er dieses Prinzip als Bedingung der Möglichkeit und Gültigkeit der Argumentation durch willentliche Bekräftigung akzeptieren soll. Wer dies nicht einsieht bzw. nicht akzeptiert, der scheidet damit aus der Diskussion aus. Wer aber nicht an der Diskussion teilnimmt, der kann überhaupt nicht die Frage nach der Rechtfertigung ethischer Grundprinzipien stellen. Dass es in der Lebenspraxis dennoch Sinn hat, zur Teilnahme an der kommunikativen Praxis aufzufordern, das also wirklich ein Imperativ noch ist, liegt daran, dass einerseits jeder, der spricht oder auch nur sinnvoll handelt, bereits an einer virtuellen Diskussion teilnimmt und dass andererseits jeder die Teilnahme am transzendentalen Sprachspiel der transzendentalen Kommunikationsgemeinschaft in jedem Augenblick seines Lebens willentlich bekräftigen muss. Diese willentliche Bekräftigung ist aber kein irrationaler Glaubens- oder Entscheidungsakt. Schauen Sie, auf diese Weise wieder die Balance halten, das ist hochgradig rational. Es ist nicht nur hypothetisch, es ist kategorisch, aber es bleibt ein Imperativ. Man muss da schon was bekräftigen.
Aber das ist hochgradig rational, das zu tun, weil sie damit etwas bekräftigen, was sie implizit eigentlich schon anerkennen, indem sie eine Äußerung machen, indem sie argumentieren, indem sie handeln. So viel zum ersten Einwand. Der zweite Einwand lautet, diese Begründung ist ja selbst eine Argumentation, Apel. Also setzt sie ihrerseits das Prinzip voraus, das sie herleiten will, nämlich diese Ethik der Anerkennung als Bedingung jeder Argumentation. Und damit gerät dein ganzes Argument doch in einen Zirkel oder Regress. Es verwendet, was es herleiten soll und kann damit nicht den Status einer Letztbegründung haben. Auch hierauf entgegnet Apel und sagt, das wäre richtig, wenn diese Begründung als eine logische Deduktion angelegt wäre. Wenn man die Grundnorm als logische Folgerung aus einem Satz von vorausgesetzten Prämissen gewinnen wollte, dann wäre es in der Tat ein Problem, wenn unter diesen Prämissen die Grundnorm selber schon versteckt wäre. Aber Apel sagt, meine Begründung beruht auf einer transzendentalen Reflexion. Sie deckt die notwendigen Bedingungen der Möglichkeit jeglicher Argumentation auf. Und deshalb schadet es überhaupt nicht, wenn auch in dieser Begründung selbst wiederum diese Bedingungen vorausgesetzt sind. Im Gegenteil, das belegt noch einmal, dass diese Begründungen tatsächlich unhintergehbar sind und dass diese Begründung wirklich eine Letztbegründung ist. Der transzendentale Status der Ethik als Bedingung der Möglichkeit jeder Argumentation wird doch nur ein weiteres Mal bekräftigt, wenn man feststellt, dass auch die Begründung der Ethik aufgrund dieses Status selbst auf dieser Bedingung beruht. Was sollte mir denn Besseres passieren? Es ist gerade der Clou transzendentaler Begründung, dass sie den Horizont logischer Deduktion sprengen. Die ziehen eben keine Schlussfolgerung aus Prämissen, sondern sie suchen die Bedingungen zu etwas Gegebenem. Und damit entgehen sie diesem bekannten Münchhausen-Trilemma logischer Deduktion. Dort muss man entweder in einem Dogma die oberste Prämisse ohne weitere Begründung festschreiben oder in einem Zirkel die Schlussfolgerung bereits in die Prämissen mogeln oder in einem Regress immer weitere Prämissen annehmen, ohne je bei einer obersten Prämisse auszukommen. Transzendentale Begründungen umgehen dieses deduktive Trilemma. Denn sie leiten nicht speziellere Aussagen aus allgemeineren Sätzen her, sondern sie reflektieren auf die notwendigen Bedingungen von gegebenen Beständen. Die klassische Transzendentalphilosophie von Kant macht dabei lediglich den Fehler, diese Bedingungen solipsistisch auszulegen. Der höchste Punkt der Reflexion bei Kant ist das Ich denke. Die Einheit des Denkens wird in der Einheit des Selbstbewusstseins gesucht. Und genau deshalb hat Kants Transzendentalphilosophie nichts mit Ethik zu tun, sondern verbleibt ganz in der Erkenntnistheorie. Aber die transzendentale Sprachpragmatik von Apel, die erkennt, dass diese Bedingungen dialogisch sind. Der Kern jedes Denkens ist das intersubjektive Argument. Das Denken findet seine Grundlage erst im A priori der Kommunikationsgemeinschaft. Und deshalb liefert Apels Transzendentalpragmatik eine moralische Grundnorm, die Anerkennung des Anderen. Der Eintritt in diese kommunikative Praxis mit jener moralischen Grundnorm der Anerkennung lässt sich nicht verweigern, wenn man nicht die Diskussion als solche verlassen will. Ja, sie ist bereits für jedes Denken vorausgesetzt, auch für das Selbstverständnis, auch für die Selbstidentifikation. Denn all das ist ebenfalls argumentativ, und damit letztlich dialogisch. Auch hierzu ein Zitat. Es ist leicht einzusehen, dass dieses Argument in der Tat unser Vorhaben zum Scheitern verurteilt, wenn man unter Letztbegründung in der Philosophie die Deduktion im Rahmen eines axiomatischen Systems verstehen müsste. Ist aber nicht gerade der Hinweis darauf, dass man die Logik in diesem Sinne nicht begründen kann, da sie für alle Begründung immer schon vorausgesetzt wird, der typische Ansatz einer philosophischen Begründung im Sinne transzendentaler Reflexion auf die Bedingungen der Möglichkeit und Gültigkeit aller Argumentation? Wenn wir feststellen, dass etwas deshalb prinzipiell nicht begründet werden kann, weil es die Bedingung der Möglichkeit aller Begründung ist,
So haben wir nicht lediglich eine Aporie im Deduktionsverfahren festgestellt, sondern eine Einsicht im Sinne transzendentaler Reflexion gewonnen. Wie dieses Prinzip der Anerkennung konkret umzusetzen ist, hängt von der gegebenen geschichtlichen Situation ab. Apel formuliert deshalb lediglich zwei regulative Prinzipien. Erstens müsse das schlichte Überleben der realen Kommunikationsgemeinschaft gesichert werden. Gefordert ist also zunächst einmal einfach die physische Fortexistenz der Menschheit, ohne die es eben keinen Diskurs mehr geben würde. Das scheint jetzt ein etwas triviales Ergebnis zu sein nach all diesem argumentativen Aufwand. Jetzt kommt raus, dass die Menschheit nicht untergehen soll. Toll. Aber immerhin, das schließt an Apels Krisendiagnose zum Auftakt an. Dort schrieb er ja, eine normative Ethik ist bitter nötig angesichts der Bedrohung durch Atomkrieg und Umweltzerstörung. Und insofern schließt sich hier immerhin mal der Kreis, wenn er jetzt zeigt, dass das Überleben der Menschheit in der Tat eine objektiv begründbare Forderung darstellt. Zweitens, und das ist schon mehr als das, geht es aber auch um die weitestmögliche Realisation der idealen Kommunikationsgemeinschaft. Man kann sich nicht wie der Kontraktualismus damit begnügen, eine ideale Wahl im philosophischen Gedankenexperiment zu rekonstruieren, sondern man ist aufgefordert, einen idealen Diskurs in der politischen Realität zu installieren. Und dann geht es jetzt um klassische politische Forderungen nach Gleichberechtigung und Emanzipation, nach Beseitigung sozialer Asymmetrien und Anhörung im fairen Dialog. Das ist schon sehr viel gehaltvoller. Und da, sagt Apel, haben auch zum Beispiel klassische sozialistisch-marxistische Forderungen nach Aufhebung der Klassengesellschaft ihren Ort. Er sagt allerdings, was das genau bedeutet, das kann man schwer allgemeingültig klären. Da mögen in der Tat dann auch wieder unhintergehbare Glaubensentscheidungen irgendwo am Werk sein. Soviel zu Apel. Und jetzt kommen wir zu Habermas, der ja sicherlich der bekannteste Diskursethiker ist. Er erkennt Apel als seinen Wegbereiter an. Er schreibt in einem Vorwort, dass unter den lebenden Philosophen ihn niemand nachhaltiger beeinflusst habe als Apel. Und er dankt ihm in einer Widmung für 3 Jahrzehnte der Belehrung. Insbesondere hält er Apels Entwurf einer Diskursethik grundsätzlich für die aussichtsreichste Entgegnung auf den Nonkognitivismus. Aber er ist zurückhaltender, was die Reichweite und den Ertrag dieses Ansatzes betrifft. Vor allem kann man nach Habermas Moral nicht als Voraussetzung jeglicher Argumentation ausweisen. Und außerdem kann man aus so einer philosophischen Betrachtung keine inhaltlichen Normen gewinnen. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Das ist ein neueres Foto von Habermas. Typisch für ihn, Sie werden Bilder von ihm sicherlich schon gesehen haben, diese etwas schiefstehende Mundpartie, das ist fast noch deutlicher auf Fotos aus den jüngeren Jahren. Und das ist ein Geburtsfehler, er ist mit einer Gaumenspalte auf die Welt gekommen. Kurz nach der Geburt und noch einmal mit 5 Jahren ist er auch operiert worden, aber das ist nicht vollständig erfolgreich gewesen. Das merken Sie vor allen Dingen daran, dass er bis heute sehr, sehr stark nuschelt. Und nach eigener Aussage war diese leichte Behinderung durchaus philosophisch prägend für ihn. Er hat dadurch einerseits ein Gespür für die Hilfsbedürftigkeit des Menschen bekommen, für seine Sozialität. Er war auf Hilfe anderer durchaus angewiesen. Und andererseits hat er ein Gespür entwickelt für die Wichtigkeit von Kommunikation, von Intersubjektivität. Denn er selber ist in seiner Kommunikation schon ein bisschen gehandicapt. Geboren ist er 1929 in Düsseldorf, aufgewachsen in Gummersbach. Er kommt aus einer bürgerlichen Familie. Sein Vater war Leiter der Industrie- und Handelskammer in Gummersbach, seine Mutter Hausfrau. Er hat 2 Geschwister und er wächst mit diesem Geburtsdatum natürlich im heraufziehenden Nationalsozialismus auf. Seine Eltern sind keine leidenschaftlichen Sympathisanten, aber zumindest angepasste, vielleicht Mitläufer. Sein Vater war Mitglied in der NSDAP seit 1933. Auch Habermas selbst war mit 15 Jahren in der Hitlerjugend. Und gegen Kriegsende ist er als 15-Jähriger im letzten Aufgebot gewesen. Er wurde als Fronthelfer an die Westfront geschickt. Vor 10 Jahren wurden auch einmal Vorwürfe laut, dass Habermas in dieser Zeit als Jugendlicher ein starkes Bekenntnis zu Hitler-Deutschland geäußert habe. Das hat Joachim Fest behauptet in einer posthum erschienenen Autobiografie.
Nun ist natürlich ohnehin die Frage, wie relevant so ein Bekenntnis eines 15-Jährigen wäre. Und darüber hinaus haben andere Zeitzeugen das auch vehement dementiert, dass es so gewesen sei. In jedem Fall hat er sicherlich erst nach Kriegsende von den Nazi-Gräueln erfahren. Und es war eine einschneidende Erkenntnis für ihn, bislang wirklich in einem verbrecherischen Regime gelebt zu haben. Er war auch bald enttäuscht über die mangelnde Neuorientierung in der neuen Bundesrepublik gegenüber dem alten Deutschland. Personell, weil es einfach Karrierefortsetzungen von NS-belasteten Personen gab. Und auch inhaltlich hat er den Konservatismus der Adenauer-Periode nicht sehr gemocht. Er wendet sich linken Theorien zu, insbesondere dem Marxismus, auch dem Pazifismus. 1949 beginnt er sein Studium. Stationen sind Göttingen, Zürich und Bonn. In Bonn ist er hauptsächlich, insbesondere die letzten 3 Jahre bis 1954. Und seine Fächer sind Philosophie, Geschichte, Psychologie, auch deutsche Literatur und Ökonomie. Wichtige Lehrer sind Nikolai Hartmann, Theodor Litt, Erich Rothacker. Und um 1950 ist da auch Karl Otto Apel begegnet. Der war damals ebenfalls noch in seinen 20ern, 7 Jahre älter als Habermas, und der war Doktorand in Bonn. Und noch als Student wird Habermas erstmals bekannt durch eine Heidegger-Rezension. Heidegger hatte nämlich 1953 seine Einführung in die Metaphysik veröffentlicht. Das waren Vorlesungstexte von 1935. Und Heidegger hatte diese Texte unverändert und kommentarlos gelassen. Insbesondere stand darin immer noch etwas von der inneren Wahrheit und Größe der nationalsozialistischen Bewegung. Und Habermas prangert das in seiner Rezension an. Er nimmt es als Hinweis darauf, dass Heidegger ebenso wie die große Masse der deutschen Bevölkerung immer noch irgendwie der NS-Ideologie verbunden sei oder zumindest die deutsche Nazi-Vergangenheit nicht aufgearbeitet habe. Habermas bemängelt auch den philosophischen Konservatismus an seinen Universitäten, speziell in Bonn. Moderne Ansätze wie marxistisches Denken oder auch analytische Philosophie werden dort quasi gar nicht rezipiert. Stattdessen ist man bemüht, die philosophischen Traditionen der 20er Jahre wiederzubeleben. Man macht damals in Bonn Anthropologie, Phänomenologie, Hermeneutik, Neukantianismus. Man liest Dilthey, Rickert, Nietzsche, Heidegger. Moderne Theorien und Autoren muss Habermas sich im Selbststudium aneignen. Er wird 1954 in Bonn promoviert über Schelling, also ein ganz klassisches Thema der deutschen Philosophie, außerdem bei Erich Rothacker, der sicherlich zu den traditionalistischsten Philosophen in Bonn zählte. Außerdem war Rothacker stark mit dem NS-Regime verstrickt, stärker wohl als Heidegger, was Habermas in dieser Form aber wahrscheinlich damals nicht wusste. Er hat dann einige Zeit als freier Journalist gearbeitet, bei der FAZ, beim Merkur, beim Handelsblatt. Er hat auch nicht nur über philosophische Themen geschrieben, er hat durchaus Tagesmeldungen da veröffentlicht. 1954 hat er geheiratet, Ute Wesselhöft. Die beiden haben 3 Kinder. 2 davon sind auch Professoren geworden. Der Sohn ist Psychologe und die Tochter ist Historikerin. Und eine weitere Tochter arbeitet im Verlagswesen. Und 1956 ist er dann als Assistent ans Institut für Sozialforschung in Frankfurt gegangen. Und dort arbeitet er bei Theodor Adorno und Max Horkheimer. Das sind die Begründer der Frankfurter Schule, die Vertreter der kritischen Theorie, wobei Kritik durchaus im marxischen Sinne gemeint ist von Sozial- und Ideologiekritik. Frankfurt ist damals Hochburg in Deutschland des Marxismus. Allerdings, zu Habermas-Zeiten sind Adorno und Horkheimer wenig gegenwartsphilosophisch orientiert und auch gar nicht mehr direkt politisch. Habermas hat einmal geschrieben, die politische Dimension der kritischen Theorie war damals in Frankfurt ein versunkener Kontinent. So hat das mal ausgedrückt. Er selber orientiert sich verstärkt marxistisch in dieser Zeit. Er engagiert sich auch direkt politisch, unter anderem gegen Atomwaffen. Adorno nimmt ihn dabei auch in Schutz, aber es gibt zunehmend Probleme mit Horkheimer, der dieses Engagement zu wenig philosophisch, zu unmittelbar politisch findet. Und dadurch sieht Habermas seine Habilitationspläne in Frankfurt gefährdet. Er kündigt deshalb 1959, er bekommt ein Habil-Stipendium von der DFG und habilitiert sich dann 1961 in Marburg in politischer Wissenschaft bei einem marxistischen Politikwissenschaftler zum Thema Öffentlichkeit. Das war Wolfgang Abendroth und die Schrift heißt Strukturwandel der Öffentlichkeit.
Schon vor Abschluss dieser Habilitation wird er außerplanmäßiger Professor in Heidelberg durch Vermittlung von Gadamer. Und dort befasst er sich verstärkt auch wieder mit klassischer Philosophie, mit Gadamers Hermeneutik, auch mit Wittgensteins Sprachanalyse. Und 64, ziemlich nahtlos also, wird er dann Professor für Philosophie und Soziologie in Frankfurt. Und zwar ist er der Lehrstuhlnachfolger von Horkheimer. Später wird ihm auch die Leitung des Instituts für Sozialforschung angeboten, aber das lehnt er ab. Das ist jetzt allmählich die Zeit der Studentenunruhen. Habermas hat dabei grundsätzlich Verständnis für die Studenten. Er ist insbesondere für Demokratisierung der Hochschulen. Er sucht die Debatte mit den Protestierenden. Er gilt teilweise als ihr Anreger und Vorbild. Er kritisiert aber auch manche Positionen, insbesondere die pauschale Verurteilung der liberalen Bundesrepublik, die Umsturzrhetorik, die Gewaltbereitschaft. Er geht auf Distanz zu sehr radikalen Strömungen, etwa um Rudi Dutschke. 1971 wird er Co-Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung der Lebensbedingungen in der wissenschaftlich-technischen Welt in Starnberg. Der zweite Direktor neben ihm ist der Physiker und Philosoph Karl Friedrich von Weizsäcker. Dieses Institut deckt also ein weites Spektrum ab, von der Wissenschaftstheorie bis zur Politik. Für Habermas eine sehr ertragreiche Periode, wichtige Arbeiten entstehen in dieser Zeit. Ein wesentlicher Ertrag ist etwa seine Theorie des kommunikativen Handelns, 81 veröffentlicht. Die darf als sein Zentralwerk gelten, ist die Grundlegung seiner Theorie des Diskurses. Im gleichen Jahr verlässt er aber auch Starnberg. Von Weizsäcker war 1980 emeritiert worden und Habermas legt 81 sein Amt nieder nach Meinungsverschiedenheiten vor Ort. Und kurz danach wird dieses MPI auch geschlossen. Er kehrt nach Frankfurt zurück. Da hatte er einige Jahre bereits wieder als Honorarprofessor gelehrt und ab 83 bekommt er auch wieder einen Lehrstuhl, jetzt für Philosophie mit dem Schwerpunkt Sozial- und Geschichtsphilosophie. Und den hat er inne bis zu seiner Emeritierung 94. Weitere wichtige Schriften folgen, besonders bedeutsam vielleicht 92, Faktizität und Geltung. Das ist seine diskurstheoretische Grundlegung der Rechts- und Staatsphilosophie, also seine Rechtsphilosophie und Demokratietheorie. Er lebt heute in Starnberg, er hat mehrere Gastprofessuren inne und bis heute gibt es weitere wissenschaftliche Veröffentlichungen, ungefähr 50 Bücher, auf die kommt er. Zudem hat er auch immer wieder zu tagespolitischen Fragen Stellung bezogen, etwa zur deutschen Wiedervereinigung oder zum Kosovo-Krieg. Er ist auch sehr offen für angewandte Themen, Fragen der Gentechnik und der Eugenik. Zu Hirnforschung und Willensfreiheit hat er sich geäußert und es ist ungewöhnlich, wie schnell er sich in solche neuen Themen einarbeitet und wie gehaltvoll seine Beiträge dabei sind. Es ist jetzt gar keine leichte Frage, über welches seiner Werke man sich jetzt seiner Diskurstheorie am besten nähert. Diese Theorie des kommunikativen Handelns gilt als sein Grundlagenwerk, das wäre also eine naheliegende Wahl. Faktizität und Geltung befasst sich unmittelbar mit Rechts- und Staatsphilosophie, böte sich also für diese Vorlesung an. Ich habe mich aber für einen kleineren programmatischen Aufsatz entschieden und der heißt Diskursethik, Notizen zu einem Begründungsprogramm, ist erschienen in diesem kleinen Band mit dem Titel Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln von 83. Und das ist eine konzise Einführung in seine Diskurstheorie auf ungefähr 70 Seiten. Ist quasi das Pendant zu Apels, das A priori der Kommunikationsgemeinschaft. Vor allen Dingen werden hier die Unterschiede zu Apel sehr schön deutlich. Und es ist ja manchmal sehr fruchtbar, sich einem Autor zu nähern, durch Kontrastierung mit einem anderen Autor, der vielleicht nicht so weit von ihm entfernt ist. Und das möchte ich jetzt tun, weil Sie damit seine Diskurstheorie vielleicht am prägnantesten kennenlernen. Und vor allen Dingen zwei Thesen bei Apel sind zentral, für diesen Kontrast jetzt hier. Zwei Thesen, die nach Apel eben diese transzendentale Letztbegründung normativer Ethik leisten sollen. Wie war das bei Apel? Erstens sagt er, die moralische Grundnorm, das heißt diese Anerkennung des anderen als Gesprächsteilnehmer, liegt nach Apel jeder Argumentation zugrunde. Jeder Argumentation. Denn Argumentation ist ihrem Wesen nach dialogisch, setzt also das A priori der Kommunikationsgemeinschaft voraus.
Das gilt insbesondere für jede Wissenschaft. Auch die Naturwissenschaft impliziert diese Moralität der Anerkennung. Es gilt sogar für die Logik. Es gibt eine Ethik der Logik in diesem Sinne. Und Habermas sagt, das geht zu weit. Habermas glaubt nicht, dass jegliche Argumentation auf der intersubjektiven Geltung moralischer Normen beruht. Auch wissenschaftliche Argumentation oder gar die Logik. Moralische Normen sind bei Habermas nur in moralischen Diskursen gegenwärtig. Sie kommen also nur in bestimmten Bereichen kommunikativen Handelns zur Geltung. Allerdings sind diese moralischen Diskurse als solche durchaus unausweichlich für die menschliche Lebenspraxis. Die sind nicht Bedingung für alles Denken, aber sie sind an sich selbst unhintergehbar. Der Mensch ist ursprünglich in das Moralische eingebunden. Er kann es nicht aufgeben, ohne sich selbst aufzugeben. Es ist mindestens ebenso ursprünglich mit seiner Lebensform verbunden wie Wissenschaft oder Logik. Das heißt, Habermas versucht nicht, Moral als Voraussetzung jeglichen Argumentierens oder jeglichen Handelns auszuweisen, wie Apel. Moral soll nicht Grundlage von Wissenschaft oder Logik sein und als solche gerechtfertigt werden. Habermas will lediglich zeigen, dass moralische Diskurse eine gleichberechtigte Rationalitätsform darstellen. Sie sind ebenso ursprünglich, ebenso verbindlich wie Wissenschaft oder Logik. Moraldiskurse sind analog zu Wissensdiskursen. Und diese Parallele zwischen Moralität und anderen Argumentationsbereichen, die will Habermas herausstellen. Das tut er, indem er systematisch verschiedene Formen des Handelns und verschiedene Formen von Diskursen unterscheidet. Und das Moralische liegt nicht all dem zugrunde, als umfassende Voraussetzung, wie bei Apel, sondern es ist nur ein Teil davon, aber ein allemal gleichberechtigter und ebenso rationaler. Wie sieht die Unterscheidung aus? Es gibt zunächst einmal strategisches Handeln. Das ist das gezielte Einwirken auf den anderen zur Durchsetzung eigener Zwecke. Vor allem, indem man ihm Sanktionen androht, Strafen, oder indem man ihm Gratifikationen in Aussicht stellt, Belohnungen. Dieses strategische Handeln ist kein kommunikatives Handeln. Das heißt, für dieses strategische Handeln ist schon mal sicherlich keine moralische Grundnorm der freien Kommunikation, der gleichberechtigten Argumentation, der allgemeinen Anerkennung erforderlich. Das können Sie machen, auch ohne den anderen anzuerkennen. Das funktioniert sehr gut. Aber es gibt zweitens kommunikatives Handeln. Und da geht es um die einvernehmliche Koordination gemeinsamer Aktionen durch rationale Motivation. Vor allem durch die Artikulation von Geltungsansprüchen. Und das umfasst noch einmal drei Bereiche, Moral ist nur einer davon. Einmal kann es bei diesen Geltungsansprüchen gehen um Wahrheitsansprüche. Die betreffen die objektive Welt, das heißt den Bereich der bestehenden Sachverhalte. Und diese Ansprüche, die ich da erheben kann, die werden durch die Angabe von Gründen eingelöst, das heißt diskursiv. Ich äußere Gründe, ich handle damit diskursiv. Genauer ist das der Bereich der theoretischen Diskurse. Dann gibt es zweitens Richtigkeitsansprüche. Die betreffen die soziale Welt. Das heißt den Bereich der interpersonalen Beziehungen. Und diese Ansprüche, die ich hier erhebe, die werden auch durch Angabe von Gründen eingelöst. Das heißt ebenfalls diskursiv. Genauer ist das der Bereich der praktischen Diskurse. Und schließlich gibt es drittens noch Wahrhaftigkeitsansprüche, die betreffen die subjektive Welt. Das heißt den Bereich der individuellen Erlebnisse. Und die Ansprüche, die ich hier erhebe, die werden nicht mehr durch Gründe eingelöst. Also nicht diskursiv, vielmehr muss ich hier die Wahrhaftigkeit meiner Stellung zur Welt durch konsistentes Verhalten belegen. Beachten Sie, die Logik taucht hier gar nicht mehr auf. Wissenschaft ja, unter den theoretischen Diskursen, klar, über die objektive Welt. Aber Logik spricht nicht über die objektive Welt, über Tatsachen. Und deshalb werden logische Fragen nicht in theoretischen Diskursen verhandelt. Logisches Denken wird in theoretischen Diskursen angewandt, aber es wird dann nicht thematisiert. Und deshalb ist Logik für Habermas auch keineswegs kommunikativ.
ist nicht diskursiv, ist nicht dialogisch, wie Apel meint. Und damit setzt auch sie ganz sicher keine Moral voraus. Nicht einmal so eine Diskursmoral. Aber auch die theoretischen Diskurse und auch das konsistente Verhalten haben nach Habermas keinen Moralbezug. Moral findet sich nur unter den praktischen Diskursen. Sie ist keineswegs fundamental für Wahrheit oder Wahrhaftigkeit. Alles, was man daher nach Habermas tun kann, ist die Parallele zwischen praktischen Diskursen und theoretischen Diskursen hervorzuheben. Man kann zeigen, dass sie gleich ursprünglich, gleichermaßen verbindlich, analog strukturiert, ähnlich rational sind. In anderen Schriften unterscheidet Habermas bei den praktischen Diskursen noch einmal genauer ethische Diskurse und moralische Diskurse. Das sind beides praktische Diskurse. Ethische Diskurse betreffen die Frage nach dem Guten, nach dem gelingenden Leben, nach der geglückten Persönlichkeit. Moralische Diskurse betreffen die Frage nach dem Gerechten, nach den richtigen Verhaltensnormen, nach fairer Konfliktregelung. Das ist eine etwas ungewöhnliche Wortverwendung bei Habermas, die auch manchmal zu gewisser Verwirrung führt. Im üblichen Sprachgebrauch meint Moral den gesamten Bereich der lobenswerten, gebotenen oder auch einklagbaren Handlungen. Und Ethik meint die Wissenschaft dieser Moral. Die Adjektive moralisch und ethisch sind entsprechend erklärt. Moralisch bezeichnet die sittliche Qualität von Charakteren, Handlungen, Zuständen. Moralisch ist das sittlich Wünschenswerte, Geforderte, Durchzusetzende. Ethisch bezeichnet die Zugehörigkeit zur Reflexionsebene. Ethisch ist eine Frage, ein Problem, eine Theorie. Und entsprechend ist im üblichen Sprachgebrauch das Ethische dem Moralischen übergeordnet. Denn das Ethische ist die Theorieebene, das Moralische ist die Gegenstandsebene. So erkläre ich das auch in meiner Grundvorlesung. Habermas verwendet die Begriffe anders. Bei ihm ist Moral der Bereich des gerechten Zusammenlebens, der öffentlichen Regelung, der unparteilichen Normen. Ethik ist der Bereich des guten Lebens, der privaten Lebensentwürfe, der existenziellen Entscheidungen. Und entsprechend erscheint bei Habermas das Moralische eher dem Ethischen übergeordnet, aber in einem anderen Sinne, nicht systematisch als Theorieebene zur Gegenstandsebene, sondern der Dringlichkeit nach. Das Moralische ist der Bereich der Rechte und Pflichten, das Ethische ist der Bereich der Ziele des Lebens. Einmal geht es um den Bereich der öffentlichen Ordnung, einmal um den Bereich der privaten Identität. Und die öffentliche Ordnung ist dringlicher als ihre private Identität. Das heißt, der Begriff Diskursethik ist in Habermas Terminologie eigentlich falsch. Das schreibt Habermas auch selber. Besser wäre eigentlich zu sagen Diskurstheorie und dann der Moral oder des Ethischen. Aber hier hält er manchmal am üblichen Sprachgebrauch fest, wo Ethik eben die Wissenschaft vom Moralischen meint und in dem Sinn ist das, was er macht, dann eben eine Diskursethik. Vorrangig geht es Habermas bei diesen praktischen Diskursen um die moralischen Diskurse. Das ist der dringlichere Bereich. Da werden die verbindlichen Normen des gemeinschaftlichen Zusammenlebens erörtert. Und es ist ihm wichtig hervorzuheben, dass insbesondere diese moralischen Diskurse keinerlei Rationalitätsdefizit gegenüber den theoretischen Diskursen haben. Beide Diskursformen sind weitgehend parallel gestaltet. Moralische Gefühle sind weitgehend parallel zu faktischen Wahrnehmungen. Sie gründen nicht in subjektiven Geschmacksurteilen, wie die Non-Kognitivisten immer meinen. Sie stehen vielmehr im Horizont intersubjektiver Gründe. Moralische Gefühle beziehen sich auf überpersönliche Normen mit allgemeiner Geltung. Sie appellieren an universelle Standards mit nachweislicher Rationalität. Deshalb sind sie unbeliebig, genauso wie faktische Wahrnehmungen unbeliebig sind. Beide können etwas objektiv, intersubjektiv Gültiges vermitteln. Und moralische Richtigkeitsansprüche sind weitgehend parallel zu theoretischen Wahrheitsansprüchen. Moralische Urteile sind moralischen Begründungen zugänglich, ebenso wie faktische Behauptungen theoretischen Begründungen. Der Satz, es ist richtig, dass man X tun sollte, ist nicht qualitativ minderwertig gegenüber dem Satz,
Es ist wahr, dass Y der Fall ist. Beide artikulieren Geltungsansprüche, beide sind begründungsbedürftig, beide sind irrtumsanfällig. Und ebenso wie theoretische Kritik falsche Meinungen korrigieren kann und muss, so kann und muss moralische Kritik falsche Urteile korrigieren. Natürlich reicht diese Parallele nicht beliebig weit. Es gibt Unterschiede zwischen objektiver und sozialer Welt. Es gibt Unterschiede zwischen Tatsachen, Behauptungen und Normen. Deshalb sind in beiden Diskursbereichen auch andere Arten von Gründen erforderlich. Im theoretischen Bereich geht es letztlich um Verifikation und Falsifikation. Ja, das hilft im moralischen Bereich nicht, das stimmt. Es ist daher auch eine andere Art von Geltung anzustreben. Richtigkeit ist nicht dasselbe wie Wahrheit. Moralische Stellungnahmen sind nach Habermas nur wahrheitsanalog. Aber all das rechtfertigt keinen Non-Kognitivismus. Es gibt moralische Diskurse, es gibt moralische Begründungen und die sind rational und die sind intersubjektiv. Der zweite charakteristische Unterschied zu Apel. Nach Apel kann man ja als Philosoph den Inhalt des Moralischen bestimmen. Denn man kann eben in dieser transzendentalen Reflexion auf die Bedingungen der Möglichkeit jeglicher Argumentation, jeglichen Denkens herausfinden, dass die moralische Grundnorm jeder Argumentation, sogar jeder Handlung a priori zugrunde liegt. Und man kann in dieser Reflexion herausfinden, was diese Grundnorm inhaltlich im Wesentlichen besagt. Nämlich, sie fordert eben die Anerkennung des anderen. Und daraus ergeben sich diese zwei regulativen Prinzipien: Überleben der realen Kommunikationsgemeinschaft, Realisation der idealen Kommunikationsgemeinschaft. Habermas sagt, auch das ist verfehlt. Moralische Inhalte lassen sich nicht durch den Philosophen gewinnen. Als Voraussetzung von moralischen Diskursen oder gar von Argumentation und Handeln überhaupt. Moralische Normen sind vielmehr immer das Produkt von moralischen Diskursen. Und diese haben die Staatsbürger untereinander zu führen. Und zwar mit offenem Ergebnis. Zwar kann man für diese moralischen Diskurse gewisse Grundsätze auffinden. Man kann als Philosoph zwei Prinzipien aufstellen, die für sie gültig sind. Die bilden den Kern von Habermas Diskurstheorie und die schauen wir uns gleich an. Aber diese zwei Prinzipien sind nach Habermas keine inhaltlichen Normen. Sie enthalten nicht die wesentliche Moral, wie bei Apel, sodass man aus ihnen alle relevanten Normen jetzt ableiten könnte. Vielmehr sind sie dem Moralischen vorgeordnet. Alle eigentliche Moral kommt danach erst, im Diskurs. Diese beiden Prinzipien, die Habermas dann nennt, sind das Diskursprinzip und der Universalisierungsgrundsatz. Und die klingen zwar durchaus erstmal irgendwie moralisch, sind es aber nach Habermas nicht. Sie halten nur die Bedeutung des Diskurses fest und sie geben eine Regel für seinen Erfolg an. Sie formulieren aber keine Moral. Und man kann aus ihnen nichts ableiten, sagt Habermas. Das Diskursprinzip D lautet: Eine Norm darf nur dann Geltung beanspruchen, wenn alle möglicherweise von dieser Norm Betroffenen als Teilnehmer eines praktischen Diskurses Einverständnis darüber erzielen oder auch erzielen würden oder erzielen könnten, dass sie gilt. So ist dieses Prinzip in zahlreichen Schriften von Habermas enthalten, mit nur geringfügigen Modifikationen. Das ist der oberste Grundsatz seiner Diskursethik. Nur so können Normen gerechtfertigt werden. Dieser Zusatz würden könnten macht zunächst etwas misstrauisch. Man weiß nicht genau, wie das jetzt gemeint sein soll. Müssen jetzt wirklich einen realen Diskurs haben, der durchgeführt wird und wo die Leute wirklich zustimmen? Oder reicht es, wenn sie zustimmen würden oder könnten? Aber es geht hier nur darum, dass in manchen Fällen eben kein realer Diskurs, kein reales Einverständnis möglich ist. Zum Beispiel bei sehr kleinen Kindern, bei schwer geistig Behinderten, bei schwerst Dementen, bei künftigen Generationen, womöglich sogar bei höheren Tieren, die nach Habermas durchaus in kommunikativen Verhältnissen zu uns stehen können, wenn auch in asymmetrischen,
und denen gegenüber man deshalb durchaus zumindest moral-analoge Pflichten haben mag, die sich aber eben nicht in realen Diskursen mit dem Tier klären lassen. In all diesen Fällen wäre nach Habermas die beste Lösung, dann eben einen advokatorischen Diskurs durchzuführen. Die Rolle der Nichtteilnehmer muss dann eben entsprechend vertreten werden. Und in dieser Weise muss man eben stellvertretend advokatorisch untersuchen, ob sie der fraglichen Norm zustimmen würden oder könnten. Nur in diesen Fällen. Eine ähnliche Tür hält sich auch Apel für solche Fälle offen. Sie erinnern sich, der bezieht ja auch nicht nur real artikulierte Argumente ein, sondern überdies mögliche Argumente, insbesondere erkennbare Bedürfnisse, die er als virtuelle Argumente einbezieht. Das ist hier ähnlich. Man könnte sich jetzt fragen, ob an dieser Stelle das ganze Modell möglicherweise irgendwie in die Richtung moderner Kontraktualismus sich verschiebt. Ist so ein advokatorischer Diskurs à la Habermas nicht letztlich das gleiche wie eine kontrafaktische Urzustandswahl à la Rawls? Ist so eine virtuelle Debatte mit Stellvertretern nicht das gleiche wie eine fiktive Wahl von Urzustandsteilnehmern? Da ist aber immer noch ein Unterschied. Zunächst einmal natürlich, dass Habermas das nur manchmal machen will, wenn es nicht anders geht. Vor allen Dingen aber auch selbst wenn er es macht, ist immer noch ein Unterschied da. Schauen Sie, bei Rawls soll jetzt ein Philosoph ein theoretisches Gedankenexperiment anstellen. Er soll das fiktive Modell der Urzustandswahl durchspielen und mit diesem philosophischen Gedankengang allein die richtige Norm rausfinden. Bei Habermas steht dieser Advokat ja immer noch im öffentlichen Diskurs mit anderen Personen. Er vertritt eine Position für seinen Schutzbefohlenen, wobei es auch gar nicht ausgemacht ist, dass er selber da jetzt irgendwie das Modell eines Urzustands anwendet. Macht er vielleicht gar nicht. Und diese Position seines Schutzbefohlenen muss er dann im realen Diskurs mit anderen Positionen abgleichen. Denn erst der Diskurs rechtfertigt die Norm, nicht die Meinung des Advokaten allein. Das reicht nicht. Also, selbst wenn es zu diesem advokatorischen Diskurs kommt, ist das was anderes als fiktive Urzustandswahl. Und das zweite wichtige Prinzip ist der Universalisierungsgrundsatz U. Der lautet, jede gültige Norm muss die Bedingung erfüllen, dass die Folgen und Nebenwirkungen, die sich aus ihrer allgemeinen Befolgung für die Befriedigung der Interessen jedes Einzelnen voraussichtlich ergeben, von allen Betroffenen zwanglos akzeptiert werden können. Das ist ebenfalls ein zentrales Prinzip in Habermas Schriften und zugleich ist das der konkreteste Grundsatz, den er als philosophisch begründbar ansieht. Sie erkennen, da ist das Diskursprinzip D als Bestandteil den enthalten. In der letzten Zeile geht es ja auch hier wieder darum, dass alle Betroffenen die fragliche Norm ohne Zwang akzeptieren können. Das ist ähnlich wie in D. Da war das freie Einverständnis aller Betroffenen zu der Norm gefordert. Aber jetzt kommt noch was hinzu, nämlich Universalisierbarkeit als neue Bedingung. Diese Norm kann nur dann gültig sein, wenn genauer die voraussichtlichen Konsequenzen ihrer allgemeinen Befolgung für die Interessen jedes Einzelnen für alle zwanglos zustimmbar sind. Das heißt, es geht um Verallgemeinerbarkeit, um ihre Akzeptabilität im Hinblick darauf, dass alle diese Norm befolgen müssen. Und damit greift Habermas ein sehr weit verbreitetes Moralprinzip auf, nämlich eben Verallgemeinerbarkeit, Universalisierbarkeit. Das ist ja vor allen Dingen bei Kant im kategorischen Imperativ zu finden. Dort werden Maximen daraufhin geprüft, ob der von ihnen bestimmte Wille sie als Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung wollen kann. Naja, und hier können Normen nur gültig sein, wenn die Konsequenzen ihrer allgemeinen Befolgung im moralischen Diskurs zustimmbar sind. Es ist aber Habermas sehr wichtig, dass sein Moralprinzip bei aller inhaltlichen Ähnlichkeit einen anderen Status hat als bei Kant. Für ihn ist das kein Fundamentalprinzip, wie der kategorische Imperativ, sondern nur eine Argumentationsregel. Das heißt, der Sinn dieses Prinzips ergibt sich nicht daraus, dass die Moral unbedingt gesetzhaft ist und deshalb unbedingt verallgemeinerbar sein müsste, wie bei Kant,
Der Sinn ergibt sich nur daraus, dass nur bei Beachtung dieser Regel im moralischen Diskurs eine reale Aussicht auf jenes Einverständnis besteht, das vom Diskursprinzip D vorgeschrieben wird, damit eine Norm gültig sein kann. Dieses Einverständnis wird im Diskursprinzip D zwar gefordert, aber es ist natürlich nicht garantiert, dass wir es kriegen. Das ist wieder eine wichtige Parallele zwischen theoretischen und praktischen Diskursen, denn es gilt für beide. Auch im Theoretischen einigen wir uns nicht immer. In beiden Fällen kann ein Einverständnis nicht deduktiv oder logisch erzwungen werden, denn beide Bereiche sind nicht deduktiv oder logisch strukturiert. Im theoretischen Bereich, vor allen Dingen in den Wissenschaften, haben Sie immer die Kluft zwischen einzelnen Beobachtungen und allgemeinen Hypothesen. Da haben Sie das bekannte Induktionsproblem, dass Sie aus der Beobachtung einzelner Ereignisse nie auf die Gültigkeit einer allgemeinen Theorie sicher schließen können. Denn ein gegebenes Experiment kann immer durch verschiedene Theorien erklärt werden, durch beliebig viele Theorien. Deshalb braucht man da ein Brückenprinzip. Und dieses Brückenprinzip ist nach Habermas eben das Induktionsprinzip. Und das heißt, obwohl man weiß, dass streng logisch nicht induktiv vom Einzelereignis auf den Allsatz geschlossen werden kann, erkennt man dennoch induktive Folgerungen vom Experiment auf die Theorie in bestimmten Formen mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten an. Wir haben ein Brückenprinzip, um diese Kluft zu überwinden. Das zeigt übrigens noch einmal sehr schön, dass die Logik nicht zum theoretischen Bereich, nicht zum kommunikativen Handeln gehört. Denn die Logik braucht so ein Brückenprinzip nicht. Die Logik kann Einverständnis erzwingen. Rums, die Deduktion geht durch, ohne jeden Zweifel. Aber in der objektiven Welt haben Sie das nicht und deshalb brauchen Sie da ein Brückenprinzip. Vom Einzelnen auf das Allgemeine schließen geht nur, wenn Sie sagen, ich mache jetzt diesen Sprung. Das ist ein Brückenprinzip für theoretische Diskurse, für theoretische Begründungen. Wenn Sie da strenge Deduktions verlangen, können Sie alles abweisen. Alles. Nichts davon ist streng deduktiv beweisbar. Nichts. Kein Allsatz ist streng beweisbar aus der Beobachtung. Können Sie einpacken. Sie brauchen dieses Brückenprinzip, um da hochzukommen. So. Und im praktischen Bereich ist das ganz ähnlich. Bei den moralischen Diskursen, das wissen wir alle, ist ebenfalls kein Einverständnis erzwingbar. Da herrscht bekanntlich große Uneinigkeit über die Geltung von Normen. Selbst wenn keine Parteilichkeiten, keine Egoismen am Werk sind, gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit. Und deshalb braucht man auch hier ein Brückenprinzip. Und das ist der Universalisierungsgrundsatz U. Das ist das Brückenprinzip im praktischen Bereich. Nur wenn man seine Normen so wählt, dass die Konsequenzen, die sich aus ihrer allgemeinen Befolgung für jeden Einzelnen wahrscheinlich ergeben, wenn die von allen Betroffenen akzeptiert werden können, dann haben sie Aussicht darauf, dass sie tatsächlich den Konsens erreichen, der durch das Diskursprinzip D gefordert ist, damit die Norm gültig ist. Das ist natürlich nur eine notwendige Bedingung, keine hinreichende. Auch viele verallgemeinerbare Normen erzielen de facto keinen Konsens. Aber genau das zeigt nach Habermas, dass mit diesem Grundsatz eben auch nicht viel gewonnen ist. Dass man sich insbesondere nicht einbilden sollte, aus ihm jetzt schön die ganze Moral ableiten zu können, wie Kant es von seinem kategorischen Imperativ glaubt. Der Universalisierungsgrundsatz ist keine Fundamentalnorm. Es ist nur eine Argumentationsregel. Das heißt, die Diskursteilnehmer sind gut beraten, diesen Grundsatz zu beherzigen, weil sie nur so imstande sein werden, gültige Normen zu entwickeln. Aber nicht der Philosoph kann diesen Grundsatz jetzt benutzen, um gültige Normen herzuleiten. Das hat zwei Konsequenzen und die zeigen den Unterschied von Habermas einmal zu Rawls und einmal zu Apel noch einmal sehr schön auf. Erstens, dieser Grundsatz U ist eben eine Argumentationsregel, also eine Regel für den Diskurs. Das heißt, er ist nicht monologisch anwendbar. Es geht hier nicht um Maximenprüfung durch den Einzelnen, bei der vielleicht herauskommt, dass eine bestimmte Maxime nicht verallgemeinerbar ist und deshalb schlecht ist. Es geht um kooperative Wahrheitssuche im moralischen Diskurs, bei der man diesen Grundsatz beachten sollte, damit eine vorgeschlagene Norm auf Einverständnis rechnen kann,
und dadurch vielleicht schließlich gerechtfertigt wird. Nur durch dieses Einverständnis im kommunikativen Prozess können moralische Normen gerechtfertigt werden bei Habermas. Er schreibt sogar, dass moralische Einsichten überhaupt erst im realen Diskurs entstehen, statt dass man sie isoliert bilden und dann nur irgendwie zusammen mal beraten und abstimmen müsste darüber. Hierzu ein schönes Zitat aus diesem Aufsatz. Wenn moralische Argumentationen ein Einverständnis dieser Art produzieren sollen, genügt es nicht, dass sich ein Einzelner überlegt, ob er einer Norm zustimmen könnte. Es genügt nicht einmal, dass alle Einzelnen, und zwar jeder für sich, diese Überlegung durchführen, um dann ihre Voten registrieren zu lassen. Erforderlich ist vielmehr eine reale Argumentation, an der die Betroffenen kooperativ teilnehmen. Nur ein intersubjektiver Verständigungsprozess kann zu einem Einverständnis führen, das reflexiver Natur ist. Nur dann können die Beteiligten wissen, dass sie sich gemeinsam von etwas überzeugt haben. Und genau deshalb geht Rawls fehl. Der glaubt, seine Grundsätze der Gerechtigkeit nicht im realen Diskurs unter Staatsbürgern rechtfertigen zu müssen, sondern als Philosoph durch das Gedankenexperiment des fiktiven Urzustands begründen zu können. Rawls will keine echte rationale Debatte führen, sondern nur eine hypothetische rationale Entscheidung rekonstruieren. Das genügt nach Habermas aber nicht, um moralische Normen zu begründen. Das kann erst der Diskurs leisten. Rawls ist daher mit seiner Position bestenfalls ein Diskursteilnehmer. Er mag ja Gründe für seine schönen Grundsätze haben, etwa dieses fiktive Modell eines Urzustands. Aber gerechtfertigt sind diese Gründe erst und diese Grundsätze erst, wenn sie im realen Diskurs der Betroffenen angenommen werden. Auch hierzu ein schönes Zitat, das ich sogar in zwei Schriften von Habermas fast wortgleich gefunden habe, ist ihm also besonders wichtig gewesen zu sein scheint. Alle Inhalte, auch wenn sie noch so fundamentale Handlungsnormen berühren, müssen von realen oder ersatzweise vorgenommenen advokatorisch durchgeführten Diskursen abhängig gemacht werden. Der Moraltheoretiker kann sich daran als Betroffener, gegebenenfalls als Experte beteiligen. Aber er kann diese Diskurse nicht in eigener Regie führen. Eine Moraltheorie, die sich, wie beispielsweise Rawls Theorie der Gerechtigkeit, in inhaltliche Bereiche erstreckt, muss als ein Beitrag zu einem unter Staatsbürgern geführten Diskurs verstanden werden. Zweitens, dieser Grundsatz ist nur eine Argumentationsregel für den Diskurs. Das heißt, er ist selbst keine inhaltliche Norm. Er mag auf den ersten Blick so aussehen. Und in anderen Ethiken wird er auch so präsentiert. Da erscheint er eben als kategorischer Imperativ, in dem alle Moral kondensiert ist und aus dem alle Moral auch wieder entspringt. Aber inhaltliche Normen sind nach Habermas erst Gegenstand des Diskurses selbst. Der Universalisierungsgrundsatz ist kein vorweggenommenes Ergebnis dieses Diskurses. Er ist nur eine Regel, um in diesem Diskurs Einigkeit zu erzielen. Und erst diese Einigkeit ist es dann, die Normengültigkeit gibt. Auch hierzu recht prägnant. U muss sorgfältig unterschieden werden von irgendwelchen inhaltlichen Prinzipien oder Grundnormen, die nur den Gegenstand moralischer Argumentationen bilden dürfen. Und deshalb geht auch Apel fehl. Denn der glaubt, seine moralische Norm der Anerkennung als transzendentale Bedingung jedes Diskurses auszeichnen zu können. Aber Moral ist nicht Bedingung des Diskurses. Schon gar nicht Bedingung jedes Diskurses, wie sie ein Philosoph angeben könnte. Moral ist Resultat von Diskursen. Genauer gesagt von moralischen Diskursen, wie sie Staatsbürger führen müssen. Letztlich sitzt damit auch Apel dem Irrtum auf, den Inhalt der Moral allein finden zu können. Natürlich würde Apel jetzt entgegnen, indem ich argumentiere, verhalte ich mich ja selbst schon kommunikativ, dialogisch, diskursiv, also bin ich damit schon im Moralischen. Aber das würde Habermas ihm nicht zugestehen. Für Habermas ist nicht jedes Denken schon Diskurs. Insbesondere nicht die transzendentale Begründung von Apels Anerkennung.
und auch nicht seine eigene Begründung des Universalisierungsgrundsatzes. Diskurs ist nach Habermas erst der echte Diskurs unter den Staatsbürgern. Das besagt D. Und dort erst kann das Moralische gewonnen werden, mit Hilfe von U. Erst in diesem Diskurs der Staatsbürger wird die moralische Arbeit geleistet. Nicht indem man als Philosoph Grundsätze wie U herleitet und hofft, alle Moral daraus extrahieren zu können. Auch hierzu ein Zitat. Es läuft eben nicht so, wie etwa Apel es versucht, den Argumentationsvoraussetzungen unmittelbar ethische Grundnormen zu entnehmen. Grundnormen des Rechts und der Moral fallen überhaupt nicht in die Zuständigkeit der Moraltheorie. Sie müssen als Inhalte betrachtet werden, die der Begründung in praktischen Diskursen bedürfen. Allerdings machen wir in solchen Diskursen immer schon Gebrauch von normativ gehaltvollen Argumentationsregeln. Und diese sind es, die transzendental-pragmatisch abgeleitet werden können. Ich glaube, hiermit sehen Sie sehr schön die Akzentuierung von Habermas gegenüber Apel, aber auch gegenüber Rawls. Und natürlich ist die Frage, ob man diese Akzentuierung mitmachen möchte und ob man sich ihm damit anschließt. Erstens, sein Ansatz kann ein Moralprinzip herleiten, nämlich U. U muss in praktischen Diskursen akzeptiert werden, sonst gelingt die Normrechtfertigung gemäß D nicht. Aber das ist nach Habermas keine Letztbegründung, wie sie Apel beansprucht, wenn der sein A priori herleitet. Es ist schon gar keine Letztbegründung von Moralität, denn die wird erst im Diskurs selbst erschlossen. Aber es ist auch keine Letztbegründung dieses Grundsatzes, das heißt von U. Denn U kann gewiss hergeleitet werden als notwendige Grundlage eines praktischen Diskurses. Und das kann man als transzendental-pragmatische Verankerung im Sinne Apels ansehen. U ist zwar nicht für jedes Denken unhintergehbar, wie Apel meint, von seinem A priori, aber U ist immerhin alternativlos für den praktischen Diskurs. Dieser kann ohne U nicht gelingen. Aber Habermas sagt, das ist keine transzendentale Begründung im Stile Kants. Denn praktische Diskurse haben ihrerseits keinen unverbrüchlichen Status. Die sind nicht in der Weise objektiv gegeben wie Erscheinungen oder Erfahrungen, für die dann Anschauungsformen oder Kategorien als notwendige Bedingungen hergeleitet werden können. Deshalb erhält U keine strenge Notwendigkeit als unentbehrliche Voraussetzung von etwas objektiv Gegebenem. Das ist für Habermas aber auch nicht so schlimm. Letztbegründung ist für ihn nicht wichtig. Denn tatsächlich stehen wir alle in moralischen Diskursen. Tatsächlich nehmen wir alle an kommunikativen Handeln teil. Auch der Non-Kognitivist kann nicht aus der kommunikativen Praxis aussteigen und etwa komplett ins strategische Handeln wechseln. Auch er kann nicht den moralischen Diskurs verweigern und nur noch theoretische Diskurse führen. Das würde komplette Isolation, Schizophrenie, Selbstmord bedeuten. Der Diskurs ist also nicht etwa denknotwendig, nicht rational unhintergehbar, wie Apel behauptet. Aber er ist immerhin lebensnotwendig, er ist existenziell unhintergehbar. Und das ist für Habermas Grund genug, seine Voraussetzungen zu analysieren und sich an sie zu halten. Auch wenn das nicht die Bedingungen der Möglichkeit von Denken überhaupt sind. Und da ist eben die Frage, ob man Habermas hier folgen will oder ob man sagt, na, vielleicht hat doch Apel recht mit seinem mutigeren Ansatz, wo wir eine transzendentale Letztbegründung von moralischen Normen haben, aus jedem Diskurs, aus jedem Denken. Das ist der starke Anspruch bei Apel. Zweitens, der Effekt ist, alle inhaltlichen Fragen liegen jenseits philosophischer Begründung. Moralische Normen selbst sind Sache der Staatsbürger, indem die den Diskurs führen. Nicht des Philosophen, der den Diskurs untersucht. In politischer Hinsicht heißt das, dass sich Habermas Philosophie letztlich vorrangig auf der Ebene der partizipativen Rechte bewegt. Seine Diskursethik als politische Theorie gelesen, ist wesentlich eine Theorie des demokratischen Gemeinwesens. Die anderen Rechtsbereiche, bürgerliche Abwehrrechte, soziale Anspruchsrechte, wie sie Rawls zu erschließen versucht, die bleiben nach Habermas der Philosophie als solcher weitgehend verschlossen. Und auch hier ist wieder die Frage, ob man das akzeptieren will. Es sind natürlich verschiedene Ebenen,
Klar, das Partizipative steht über den anderen Rechtstypen, in dem Sinne, dass gerade diese Rechte ja Thema in der demokratischen Willensbildung sind. Aber dennoch ist natürlich die Frage, ob der Philosoph nichts dazu beitragen kann. Ob es nicht originär philosophische Argumente auch zu den anderen Rechtsbereichen gibt. Und entsprechend ist auch hier wieder die Frage, ob man der Habermas folgen möchte. Oder ob vielleicht doch Rawls recht hat. Oder andere politische Philosophen, die als Philosophen auch über diese anderen Rechtsbereiche sprechen wollen. Nicht nur über Diskurse, nicht nur über Demokratie. Vielen Dank und bis kommende Woche.